Okay, halt, halt, halt. Skelette. Stand still! Brave down the last kill. Leave it to me! Gotcha! Okay, Itomak ist... Ah ne, menschliches Skelett. So, was haben wir hier? Ein Zauberstab und Gefäßknochen. Okay, noch sehen alle Leute frisch aus. What does the flame reveal? Hier unten Feuchtspuren wachsen. Das ist krass. Lay in low. Stand together, dead on. Oh, ich habe Itomak ganz vergessen. Silber und hier. Ist die Kapuze, die wir brauchen, um uns zu vermummen. Oh. Okay. Bollwerking-Elemente. Ah, schleppst du welche mit dir rum? Also ja. So, jetzt kommen wir in den Bereich hier. I suppose it can't be helped. Oh. Knochenköpfe. I have them. Oh, Skelettzauberer, das ist nicht so gut. Jetzt habe ich das ganze Zeug irgendwo in Inventare gepackt. Margrin's fire casts light in dark places. Skelettkämpfer, okay. Brave thou still art, dear lieb. Don't even slow it down! Ah, eine Mordaxt. Not a sound. So, gibt's hier sonst noch was Böses? Ah, eine Arkebuse und Kupferstücke. Oh, ein guter Schuppenpanzer. Ich trage ja schon einen guten Rustharnisch, einen Schuppenpanzer. Ist etwas schlechter. Kettenrüstung, du trägst ja auch was Besseres schon, Idee. Gute Fellrüstung. Ich habe leider keine gute Lederrüstung bis jetzt. Wenn ich hier den Schuppenpanzer geben würde, da geben wir hier mal den Schuppenpanzer fürs Erste.
Kupferstückchen. Gut. Und weiter geht's. Hier ist ein Durchbruch. Ja, und hier ist Eon. Dieser kleine Orleaner hat einige Kissen und Stopffetzen zusammengesucht und sich daraus eine notdürftige Unterkunft gebaut. Das dicke Fell auf seinen Gliedern ist verfilzt, seine Kleider schmutzig und löchrig. Er erschrickt, als du eintrittst, seine Augen weit vor Angst. Good day, dear. Nach einem Augenblick lächelt er jedoch schwarz. Hallo, ich hätte hier unten keinen Besuch erwartet. Er blickt sich in dem dunklen Raum um. Du bist dann wohl Eon, ja? Die schmelzigen Ritter haben ein ordentliches Kopfgeld auf dich ausgesetzt. Was tust du hier unten? Eon schneidet deine Grimasse. Ich habe in letzter Zeit eine echte Pechsträhne. Ich habe mein Zuhause verloren, deswegen bin ich nach hier unten gegangen. In den Katakomben stöbert niemand hier herum. Naja, außer dir. Gut, reden wir über etwas anderes. Eon hatte die Luft angehalten, atmet jetzt aber aus. Ja, tun wir das. Kann ich sonst noch etwas für dich tun? Was kannst du mir über diese Katakomben sagen? Eon lächelt schief. Ehrlich gesagt habe ich sie noch nicht gründlich erforscht. Diese kleine Ecke hier habe ich durch Zufall gefunden. Aber lass mich nachdenken. Nun, der Kanal dort, das ist Grogans Kanal. Grogan war der Zwerg, der alles hier geplant hat. Er zieht sich durch ganz Ondras Geschenk und läuft dort ins Meer. Ansonsten gibt es hier vor allem Knochen. Es gibt ein Armenfeld für Leute, die sich nichts Besseres leisten konnten. Aber das ist heute alles überflutet. Die reicheren Leute, die haben hier unten ihre eigenen Ruhestätten, wo es trockener ist. Die Dux des Dürrwalds liegen auch hier unten, wenn du ihnen den letzten Respekt erweisen willst. Hast du eine Frau namens Rowena gesehen? Er schüttelt den Kopf. Es tut mir leid, aber ich kenne niemanden, der so heißt. Ich weiß aber, dass ich nicht der Einzige hier unten bin. Ab und zu höre ich Stimmen von jenseits des Kanals. Es klingt, als würde sie von Nordwesten kommen. Die schmelzigen Ritter haben ein ordentliches Kopfgeld auf dich ausgesetzt. Eon fährt die Kinnlade herunter und seine Augen weiten sich. Nach wenigen Sekunden wendet er sich ab und runzelt die Stirn. Ich hätte gedacht, dass sie es zumindest geheim halten wollen. Ich hätte nicht gedacht, dass sie... Eon seufzt. Also gut, es stimmt. Ich verstecke mich hier unten vor den Rittern. Aber es ist nicht, wie du denkst. Er senkt den Kopf. Es war ein Unfall. Es war schwer für mich hier in Trutzbucht. Ich dachte, wenn ich mich in die Stadtpolitik involviere, wenn ich die richtigen Freunde habe, dann würde es leichter werden. Und das wurde es auch. Ich habe mir einen Namen gemacht, ein Leben aufgebaut. Die Leute hören tatsächlich auf mich, wenn ich etwas sage. Naja, haben gehört. Bei solchen Dingen ist oft viel Leidenschaft dabei. Wir haben über Lieferverträge gesprochen, glaube ich. Sich über so etwas zu streiten, aber an diesem Abend wurde dieser Mann sehr wütend. Ich glaube, er hat im Gasthaus ein wenig zu viel getrunken. Eon hält inne. Und ich glaube, es hat ihm nicht gefallen, dass ein Orleaner ihm Widerworte gibt. Ich habe ihn geschlagen. Er ist auf mich zugestürzt. Ich habe ihn geschlagen und er ist umgefallen wie ein Baum. Er muss sich wohl den Kopf angehauen haben. Eon senkt den Blick und zuckt hilflos mit den Schultern. Wie sich zeigte, war er ein Ritter. Die schmerzigen Ritter interessieren nicht, was wirklich geschehen ist. Sie wollen mich einfach tot sehen. Ohne Frage und ohne Umschweife. Bitte. Er sieht dich flehend an. Ich will einfach nur aus dieser Stadt verschwinden. Sobald ich Geld für die Reise habe, belästige ich niemanden mehr, das schwöre ich. Ich lebe ganz still und allein, aber du darfst ihnen nicht sagen, dass ich hier bin. Bitte. Diese Belohnung ist mehr wert als dein erbärmliches Leben. Du kommst mit mir mit, der Duck wird über dich urteilen. Dein Geheimnis ist bei mir sicher, Eon. 300 Kupferpfand geben hier, das dürfte reichen, damit du aus Trutzbucht kommst. Gefangen nehme ich, übergebe dich nicht den Rittern, aber ich kann dich nicht einfach laufen lassen. Du wirst für deine Taten bezahlen, die Gerechtigkeit verlangt es. Ich glaube, 300 Kupferpfand geben wäre wohltätig und im Sinne meines Ordens. Also hier, Eon blickt dich ungläubig an, aber das
ist, sein Gesicht verzerrt sich, während er nach Worten sucht. Ich hatte gehört, dass du eine gütige Seele bist, aber ich hätte nie gedacht, dass. Damit komme ich aus der Stadt und weit weg. Ich werde dir niemals genug danken können, aber hier, nimm das. Ich hoffe, es ist auf deiner Reise eine Hilfe. Kaninchenfellhandschuhe. Mein ewiger Dank ist dir sicher. Ich sollte aufbrechen. Aufgabe abgeschlossen. Unerwünscht. Hat mich das wohltätiger gemacht oder so? Nein. Also ja, ich hätte ihn in meinen Kerker sperren können, aber das habe ich irgendwie nicht übers Herz gebracht. Ich habe in den Katakomben einen Orleaner namens Eon getroffen. Die Wachen machten Jagd auf ihn wie ein wildes Tier. Er versuchte genügend Geld zusammenzukratzen, um aus Trutzbuch zu fliehen. Ich habe ihm Geld gegeben, damit er aus der Stadt entkommen kann. Er hat mir gedankt und mir gesagt, er werde meine Güte niemals vergessen. Ja. Kaninchenfell. Handschuhe. Kritischer Schaden, ui. Mehr Quid für Idee. Das glimmernde Feuer ist mit den mageren Überresten einer kürzlichen Mahlzeit übersät. Fischknochen, eine geschmolzene Käserinde und eine rußgeschwärzte Brotkruste. Oh, Rastvorräte und Dietriche. Das wackelige kleine Zelt bleibt kaum stehen. Die Königin, die gewesen war, doch immer ist. Also ja, Rastvorräte kann ich auch einfach kaufen, beziehungsweise hier in der Stadt kann ich jederzeit im Rasthaus rasten. Ein Morgenstern. So, und das bringt uns wieder raus. Irgendwie dauert es hier unten gerade lange, die Karte abzurufen. Wisst ihr was? Das Stückchen können wir auch laufen. Ah ja, stimmt, hier war eine Brücke rüber. Gibt es hier oben noch Feinde? Nö. Okay, war gut, die Seite zu machen. Ich hatte es richtig in Erinnerung, dass das ein abgeschlossener Bereich ist. Warum uns diese Schleime auch immer auf Durins abgesehen haben. Und warum auch immer in so einem Schleim Gemüse drin ist. Ja, die üble, zähflüssige Flüssigkeit ist immer noch dort. Yes. So, noch mehr Schleim. Slow and silent. Also ja, das hier dürfte mich in den Vodika-Tempel führen, genau. Oh, Goldduck. Sehr viele davon. Strang der starken Regeneration, das ist auch nicht schlecht. Gut, hier hoch geht's zum Nekromanten, das weiß ich auch noch.
Ich würde aber sagen, bevor wir uns hier fertig umgucken, wird es mal wieder Zeit zu speichern. Das wäre jetzt Let's Play 10. Speichern. Und dann gibt es erstmal einen Cut. Also, bis gleich.